Herzlich willkommen bei Kryptowelt. Kryptowissen leicht verständlich. Ja, ich war kürzlich beim Meetup-Vortrag in Uster in der Bitcoin Embassy Switzerland und das möchte ich euch kurz vorstellen. Eine tolle Location, kann ich sehr empfehlen. Hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich auch der Vortrag, den ich nachher noch anspreche. Da seht ihr die Homepage von Bitcoin Embassy Switzerland. Geht doch da mal drauf. bitcoin-embassy.ch. Sie haben tolle Events. Ihr seht auch, ist sehr gemütlich dort. Ja, ist direkt beim Bahnhof Uster, eine Haltestelle von Stadelhofen entfernt. Also wirklich sehr schnell erreichbar von Zürich. Hier seht ihr das Team. Jetzt sind immer von 10 bis abends um 8 Uhr haben sie geöffnet und ihr könnt einfach reingehen, Fragen stellen. Sie haben auch einen Bitcoin-Automat und kann ich also wirklich empfehlen, dort mal hinzugehen. Eine neue Location, wo definitiv es sich lohnt, die mal zu besuchen. Und jetzt möchte ich auf den Vortrag zu sprechen kommen. Es ist Andrei Martschuk, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und am besten abonniert den Kanal, gebt mir ein Like, wenn es euch gefällt. Ich bin jeden Tag live um 12.30 Uhr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, guten Abend zusammen und vielen Dank, Martin, für die Einladung. Das ist eine Ehre, bei der ersten Veranstaltung auch hier vortragen zu dürfen. Ich wusste gar nicht, dass es die erste Veranstaltung ist. Ja, ein paar Worte über mich. Ich habe vor Bitcoin No Payment gemacht. Ich habe die Softwareentwicklung bei Click & Buy gemacht. Das ist eine der ersten deutschen Fintechs, gegründet 99 und 2010 an Deutsche Telekom verkauft, 2013 war ich raus. Ja. Ich war raus, um mein erstes Blockchain-Projekt zu bauen, die benannte Yakuna-Börse. Das war eine Kryptobörse, eine der ersten legalen Börsen auf einer E-Money-Lizenz betrieben. Das haben wir mit dem Team 2 Jahre gemacht, um dann Ende 2015 runterzufahren. Und seit 2016 mache ich Consulting und Softwareentwicklung mit meinem Team für andere. Ja, in erster Linie Industrieprojekte, Automotive, Energiebereich, Supply Chain Management und sonstiges. Aber natürlich auch echte Kryptoprojekte, Wallets bauen, Exchanges bauen. So. Und über meine erste Tätigkeit, Payment-Industrie, bin ich an Bitcoin gekommen. Denn ich habe mich ständig an damals mir neue Technologien angeschaut und Bitcoin fand ich extrem spannend und habe in den ersten Jahren auch wie alle viele anderen Potenzial unterschätzt. Erst 2013 war mir klar, es wird richtig geil werden. Ja. Heute erzähle ich oder teile ein bisschen meine Erfahrung, warum wir letztes Jahr in so einen Teil der Enttäuschung mit den ganzen Blockchain-Projekten gekommen sind, nach dem Hype, was zuerst war, fragen mittlerweile ganz viele, was ist das, brauchen wir das noch? Warum reden so viele über Blockchain und eigentlich passiert nicht so viel? Ja, wo ist der Wert von dem Ganzen? Und da ich einige Projekte im industriellen Bereich auch mache und viel durch meine Consulting-Tätigkeit auch mit Industriekunden rede, versuche ich in meiner Präsentation diese Erfahrung zusammenzubringen und zu erklären aus meiner Sicht, wo die Probleme liegen. Zuerst erzähle ich über ein paar Daten, die Community rund um das Neujahr feiert und das sind wichtige Daten und die sind ein Teil der Erklärung. Ja. Ende Oktober wird immer White Paper gefeiert. Ja, das White Paper ist eine der wichtigsten Dokumente. Ja, das ist original von Satoshi Nakamoto. Veröffentlicht am 31. Oktober 2008, sodass bei dem letzten Termin wir das 10-jährige Jubiläum gefeiert haben. Wie viele haben das gelesen von euch? Ja? Sehr gut, sehr gut. Das ist schon über dem Durchschnitt, würde ich sagen, weil ganz wenige haben es gelesen, aber
Es reicht sogar schon, den ersten Abstract zu lesen, weil hier steht schon, wie Bitcoin funktioniert und was das ist. Ja, wir haben das zu diesem Fire auch ein bisschen umlayoutet und groß ausgedruckt und haben ein paar Spiele gemacht, und da sind die Gewinner, die das bekommen haben, haben wir in Köln auf einem Meetup auch gemacht. So, der nächste Termin war 3. Januar 2009, gab es auch das 10-jährige Jubiläum. Das ist das erste Block, ja, das ist der Dump vom ersten Block. Der erste Block im Bitcoin-Netzwerk wurde gemeint manuell, und hier kann man sehen, es gibt einen lesbaren Text in diesem ersten Block, ja, und dieser Text kommt aus dieser Zeitung, ja, das ist Headline von diesem Artikel. Das hat Satoshi Nakamoto als Proof of Timestamp genommen. Ja, der konnte diesen Titel nicht vor dem 3. kennen, deswegen hat er das einfach in den Block inkludiert als Beweis. Und das ist auch passend, was in diesem Titel steht, zu der Bitcoin-Idee. Ja, hier wird ein Problem des klassischen Finanzsystems beschrieben, und ja, und das passt zu Bitcoin-Philosophie, zu dem, was Satoshi Nakamoto gemacht hat. Ich habe leider diese Zeitung nicht bekommen, aber jetzt 10 Jahre später, ja, die Zeitung gibt es jetzt noch. Ich habe so viele Exemplare gekauft, die ich kriegen konnte. Lustigerweise gibt es auch 10 Jahre später auf der ersten Seite einen Artikel, was Probleme des Finanzsystems beschreibt. Ja? Und natürlich gibt es jemand Schlaues, der eine Werbung als Danksagung an Satoshi Nakamoto platziert hat. So, die Termine folgen Schlag auf Schlag. Ja? Der nächste Termin war 11. Januar 2009. Das ist der erste Mensch nach Satoshi Nakamoto, der bekannt ist, der einen Bitcoin-Knoten gestartet hat, der Bitcoin überhaupt genutzt hat. Ja? Der hat diesen Tweet abgesetzt. So, und einen Tag später, am 12. Januar, gab es eine erste Transaktion. 10 Bitcoins von Satoshi Nakamoto-Adresse an Halfini-Adresse, ja, an diesen anderen Menschen. Ich sage euch als Softwareentwickler, wenn ich zum ersten Mal ein System, was ich programmiert habe, auf Produktion starte, dann mache ich die erste Transaktion mit mir selber. Ja? Weil es kann peinlich werden, es kann ein Bug sein, was auch immer. So, aber ist ja nur meine Meinung. Wichtig zu wissen, wer Halfini war. Ja? Halfini zählte sich zu Cypherpunks. Das ist eine Bewegung für die Freiheit der Daten und für Freiheit der Daten im Internet. Er ist kein Neuling in diesem Bereich gewesen. Der war zum Beispiel der erste Mitarbeiter von Phil Zimmermann in den 90er Jahren. Ja? Und Phil Zimmermann war derjenige, der PGP, ja, als Verschlüsselung für jedermann zugänglich gemacht hat. Ja, der hat diese Verschlüsselung nicht erfunden, aber der hat ein Tool gemacht, mit dem man diese Verschlüsselung, die asymmetrische Verschlüsselung, die extrem stark ist, gilt momentan immer noch als stärkste Verschlüsselung, an breites Publikum gemacht hat. Ja? Und der ist auch aus der Cypherpunk-Szene gekommen. Ja, ich habe hier aus Wikipedia kurze Beschreibung zu dem Thema Cypherpunk gebracht ist. Das ist extrem wichtig, zu verstehen, wo die Wurzeln liegen. Ja? Und die Wurzeln von Bitcoin liegen in dieser Bewegung. Ja? Das sind Leute, die autonomes Geld gebracht haben, die einfach ein weiteres Puzzlestein zu der Philosophie der Cypherpunk gedacht war. Und wenn man noch tiefer gräbt, ja, die Wurzeln von Cypherpunk kommen aus einer Literaturbewegung, ja, die postindustrielle Gesellschaft beschreibt und die Probleme der postindustriellen Gesellschaft. Ja, das ist eine Gesellschaft oder Zeitalter, den wir teilweise schon angetreten haben. Es ist noch nicht alles da, was beschrieben ist, aber hier geht es darum, ja, wie man aus der Gewalt der, ja, Matrix ausbricht als Individuum, ja, in allen möglichen Situationen und Kontexten. Nochmal, hier kommt Bitcoin her, ja, aus dieser Ecke. So, dann
paar Jahre später, 2014, kamen die anderen Jungs ins Spiel. Da sind die Kapitalisten, die Venture-Kapitalist hier, der hat diese Liste zusammengestellt. Da sind Projekte, die für die Blockchain relevant ist, oder Themen, Projektthemen für die Blockchain relevant ist. Und man kann sehen, Cryptocurrency oder Currency ist nur eine Zeile hier. Ja? Eine einzige Zeile. Der Rest, ja, in mehrere Themenbereiche geclustert, bis zu, ja, Nuclear Launch Codes und Waffen, Schlösser, ganz fantastische Sachen, aber ich würde mal sagen, das macht alles Sinn. Ja? Ich habe auch zu jedem Thema in den letzten Jahren hin und wieder Projekte oder Untersuchungen gemacht, und das ist ja nicht verkehrt, aber das hat natürlich gigantische Fantasien geweckt. Ja? Und dann kamen all diese Typen ins Spiel, ja, mit deren Millionen und Milliarden. Das ist zum Beispiel Hyperledger Konsortium, mehrere hundert Firmen. Das ist ein kleiner Auszug, um einfach zu zeigen, ja, welche Größenordnung es geht. Ja. Wer hat diesen Industriehype betrieben? Ja. Das sind 10 unterschiedliche Blockchains, alleine unter Hyperledger Konsortium, die für unterschiedliche industrielle Lösungen gelten sollen. Ja. R3 ist das nächste. Das sind nur Banken. Auch um die 100 Banken, und wenn ihr die Namen euch anguckt, das sind alle systembildende Banken. Ja, die haben in 3 Jahren 300 Millionen ungefähr verbraucht, um Corda zu bauen. Das ist eine Interbanking-Blockchain-Lösung. Dasselbe oder das Ähnliche auf Ethereum, ja, Enterprise Alliance und so weiter. Man muss aber sagen, ja, es geht bei all diesen großen Sachen um Blockchain als ein ziemlich nebulöses Thema. Satoshi Nakamoto hat das Wort Blockchain nie benutzt. Der hat Proof of Work Chain benutzt, der hat Chain of Blocks benutzt, aber der hat nie in seinen Unterlagen oder Texten, die er über Forum oder E-Mail veröffentlicht hat, hat nie Blockchain benutzt. Ja, und das, was momentan in der Hype- und Nach-Hype-Phase als Blockchain bezeichnet wird, ist sehr schwer in die Worte zu fassen. Ich finde hier diese Zusammenfassung von Federico Tenga extrem passend. Ja? Blockchain, zufälliger Wort, kann frei benutzt werden, um alles Mögliche auszudrücken, ohne jegliche Limitierungen, und ist auch synonymisch mit jedem anderen Wort. Ja? So empfinde ich das auch, wenn ich überall aus jeder Ecke, aus jedem Bügeleisen Blockchain, Blockchain, Blockchain höre. Ja? So. Und seitdem die großen Industrieplayer in das Thema eingestiegen sind, gab es in der Community, nicht in der Community, sondern generell in diesem nebulösen Blockchain-Thema, zwei unterschiedliche Entwicklungen. Ja, es wurden viele ungelöste Themen definiert, wie zum Beispiel, ja, Bitcoin skaliert nicht, ist nicht standardisiert, es gibt keine Regulierung und das ist so schlecht und das kann man nicht, es gibt keinen Governance-Prozess darüber und so weiter. Ja, diese Liste kann beliebig lang werden. Ist relativ sinnfrei, aber wurde von klassischen Industrieplayer so aufgestellt, und die Industrie ist in diese Richtung gelaufen. Ja, die haben gesagt, solche Themen kann man nur in einem kontrollierten Umgebung lösen, deswegen werden wir Private Blockchains bauen, ja, die wir selber auch kontrollieren können. Und ich sehe das sehr ähnlich wie das Thema mit Open Source. Open Source ist auch eine super Entwicklung gewesen damals und ist, was Softwareentwicklung in eine ganz andere Größenordnung gebracht hat. Aber wenn Open Source als As-a-Service angeboten wird, ja, dann ist das kein Open Source mehr. Ja? Man kann das nicht sehen, was für Software dahinter läuft. Das ist irgendein kommerzielles Service und hat mit dem ursprünglichen Open Source-Gedanke eigentlich nichts zu tun. Und genau das sehen wir jetzt in diesem Private Blockchain-Bereich. Ja? Jeder große Player kommt mit der Lösung Blockchain as a Service. Das gibt es von Amazon, das gibt es von Microsoft, von SAP, von jedem. Ja? Und das ist dieser absolut der gleiche
Problempattern, was wir bei Open Source gesehen haben. Ja? Und hier ist natürlich eine sehr breite Fläche für Diskussionen. Ja? Wie weit können wir diese Dinge als Blockchain überhaupt bezeichnen? Ja? Oder wie zentralisiert darf die Dezentralisierung sein? Ja? Es geht so weit, dass ja, wenn es ein Vitalik bei einem Blockchain-Projekt gibt, ist es dezentralisiert genug oder ist es schon die Zentralisierung? Ja, es gibt viele Aspekte und ich finde diese Diskussionen sehr gut. Ja, die bringen einiges an die Oberfläche. So, und dann kam Thema Smart Contracts noch ins Spiel. Ja, was Bitcoin in so einer breiten Form wie Ethereum nicht hatte. Ja, und man hat gesagt, okay, das ist die nächste Stufe von Open Source, das ist Open Execution. Das löst genau diese Probleme von Open Source, dass du weißt nicht, was für ein Kompilat da läuft. Aber mit Smart Contract, du kannst nachprüfen, dass es genau dieser Smart Contract öffentlich ausgeführt wird. Und das ist Open Execution und das ist noch viel besser. Ja? Aber die Erfahrung hat gezeigt hat, dass Open Execution auch tatsächlich keinen interessiert. Was bei Smart Contracts bis jetzt funktioniert hat oder richtige Business Cases herausgebracht hat, waren die Tokens. Ja? Die Tokens, ja, zum Beispiel hier, Lesson Nummer 2 bei Ethereum Tutorial. Wie programmiere ich mein eigenes Token? Ja, Lesson Nummer 1 ist Hello World Anwendung. Lesson Nummer 2, eigenes Token programmieren. Ja, es gibt also kaum was Einfaches, ja, Einfacheres als eigenes Token aufsetzen. So, all diese Fälle, die wir letzte 2-3 Jahre bewundert haben, ja, diese gigantische ICOs, Geldsammlungsaktionen, basieren nur auf diesem Token-Aspekt, ja, nichts anderes. Diese ganzen fantastischen Use-Cases, mit denen Ethereum rauskam, na, Ethereum kann mit einer Story, dass ein Schiff durch den Ozean fährt, autonom, ohne Leute, in Häfen reinkommt, Ware nimmt, Ware auslädt, einkauft, verkauft, alles selber macht, ja, weil alles über Smart Contract automatisiert ist. Ja, und Smart Contract kann direkt Geld verwalten. Ja, das ist der Unterschied zwischen klassischen Rule Engines und Smart Contract. Ja. Da wird If-Else-Anweisung direkt mit Geldfluss gesteuert und nicht mit Daten. So. Aber das hat alles nicht eingetreten. Ja. Was eingetreten ist, der Fall Tokens verkaufen. Ja. Und jetzt ist die Zeit, ein bisschen Zeit vergangen. Die meisten Tokens sind auf Null gegangen, die so begehrt waren und es wurde bewertet, ja, welche Tokens machen Sinn und warum. Ja? Warum sind manche Tokens in Wert gefallen und manche nicht. Ja? Hier solche Tokens, klar, ja, das ist der wichtigste Token, der kann nicht zum Null fallen. Ja, du hast ja getwittert, Martin, dann kaufst du bei einem Cent alle. Ja? Deswegen kann das physikalisch nicht eintreten. Ja? Das ist einer der ersten Non-Bitcoin-Assets auf Bitcoin-Blockchain. Ja, das ist ein Spielgeld für ein Computerspiel. Das war einer der ersten großen Motivationen für Tokenisierung und Blockchain. Das hat ganz vielen Augen geöffnet und das ist ein super Anwendungscase. Ja, Spielgeld, das funktioniert auch sehr gut. Und das sind schon erweiterte Versionen davon. Ja? Das sind unikale Kunstobjekte mit Gamification-Aspekten, rein digital. Funktioniert gut, ja, und diese Token-Systeme haben Markt, Preis und Reichweite. So, und das haben auch die Industrieplayer verstanden oder gesehen. Und die meisten Systeme, die sind auch in Richtung Tokens gegangen. Ja, das Corda, das, was für 300 Millionen R3-Konsortium rausgebracht hat, das ist nichts anderes als Tokenisierungssystem. Ja, für die Banken nicht nur, aber das wollen die Banken nutzen anscheinend. Und es gibt Aufteilung, welche Typen von Tokens, welche Arten, was macht man damit. Das ist echt eine große Industrie entstanden,
nur auf diesem einen Aspekt von Smart Contract, Tokenisierung. Ja? Und das, ich finde, dieser Hype in die Tokenisierungswelt zu gehen, gepaart mit Enttäuschung, dass da nicht viel rauskommt, hat das Ende noch nicht erreicht. Ja? Das ist noch auf dem Weg wie heißt das, Tal der Enttäuschung, ja? Gartner-Kurve. So. Ende letzten Jahres habe ich auch interessante Tweet-Folge gesehen. Das ist John Wolpert. Das ist einer der Menschen, der Begriff Blockchain geprägt hat. Oder der hat, glaube ich, sogar Begriff DLT erfunden. Und er kommt aus Supply Chain Management Industrie. Und er hat gesagt, hier, ja, mit Blockchain, mit immutable Daten, kann man sehr gut Supply Chain Prozesse abbilden. Und das war Ende 2014 ungefähr, so viel ich mich daran erinnern kann. Und er hat das Thema sehr stark nach vorne gebracht und er hat eigentlich die meiste Arbeit dafür geleistet, Blockchain als Begriff bei den großen Industrieplayer zu etablieren. So, und jetzt, ein paar Jahre später, startet er ein Challenge, Not Stupid Enterprise Blockchain. Der sagt, er sieht nach vielen Jahren keine vernünftigen Produkte, die für Supply Chain oder generell Industrie fähig sind. Und der versucht über diesen Challenge Produktideen zu sammeln. Ja, und ich habe das ein bisschen verfolgt. Tag 6 war Thanksgiving, habe da immer noch nicht gefunden. Irgendwann, noch ein paar Tage später, schreibt er, er will ein Buch schreiben, Stupid About Blockchain, the CEO's Guide. So. Und wir beobachten das eigentlich auf allen Ecken und Fronten. Ja? Wenn ich sowas sehe, ja, das ist relativ frisch, ja, 2 Monate alt oder so, Olaf Scholz grübelt ja, über Blockchain. Ja? Das ist Finanzminister in Deutschland. Und was kann er über Blockchain nachgrübeln? Wie definiert er für sich Blockchain? Genauso wie auf dem anderen Tweet, ja, dass Blockchain alles Mögliche bezeichnen kann. So, und das bezeichne ich als FOMO. Ja. FOMO ist für viele ein Begriff, ja, Angst, etwas verpasst zu haben. Ja. Und das sind Leute, die damals Internet verpasst haben. Jetzt hören die was und haben einfach Angst, wieder etwas zu verpassen und agieren hektisch in alle Richtungen. Ja, hier. Bayerische Staatszeitung, der Schlüssel zum Datenglück, ja, Blockchain. Hier, Macron will Landwirtschaft auf Blockchain ja, bauen. Ist, wie gesagt, total verrückt. Hier, ja, die liebe Frau Lagarde, ja, sagt auch, ja, Possibility to issue digital currencies, perfekt, ja. Und das sind Leute, die das hier machen. Ja? Also diesen Tweet kennen vielleicht einige. Ja? Es gab so eine AMA-Session von EZB, ja? Europäische Zentralbank, und es wurde Frage gestellt, war auch erst vor kurzem, ja? Wo kommt das Geld für Quantity Easing, ja? Wenn eine Bank, Zentralbank einfach Geld produziert. Ja? Und die Antwort ist, ja, we can create money to buy assets. Ja? Die drucken einfach Geld. Und das wollen sie mit Digital Currency ja, auch machen. Das ist schon ziemlich schlimm, aber ich beschreibe das mit diesem Zitat eigentlich, ich finde, dass dieses Zitat zu der heutigen Situation auch sehr treffend ist. Ja? Damals auf einer der Konferenzen hat Giacomo Zucco, ein bekannter Bitcoin-Maximalist, ICO-Welle kommen sehen, ja, und der hat auch so gesagt, wir können jetzt nichts dagegen tun, ja, als Community, ja, und es wird noch viel schlimmer und es ist tatsächlich noch viel schlimmer geworden, ja. Wenn Markt ja, Nachfrage zeigt für Scam, dann werden wir das liefern, ja. Und genau das passiert jetzt in der Industrie, ja. Wenn die Kunden fragen, ja, Blockchain, da gibt es ganz viele Spieler im Markt, die nicht erklären, warum er gerade kein Blockchain braucht oder dass seine Produktidee mit Blockchain nichts zu tun hat, sondern einfach baut was. Ja? Und deswegen kommt diese Enttäuschung, über die wir jetzt die ganze Zeit reden. So. Aber das war so diese schlimmere Entwicklung. Es gab auch noch eine andere Entwicklung.
Und das ist die Entwicklung von der Community. Nicht von der Industrieplayer, sondern von der, nicht unbedingt von der, nur von der Bitcoin-Community, von unterschiedlicher Communities, aber ja, ich erzähle gleich drüber. Ja, Ende des Jahres habe ich in Google Trends ein paar so Hype-Begriffe neben Bitcoin eingegeben. Ja, Token, Hyperledger, Smart Contract, Ethereum. Und der Google ist der gleiche Meinung wie ich gewesen, ja, dass Bitcoin mit Abstand der wichtigste Asset auch in dieser Hype-Zeit ist, wo keiner eigentlich über Bitcoin gesprochen hat, sondern alle haben über ICOs geredet. So, und in der Zeit, wo wir von solchen Nachrichten jeden Tag geblendet waren, ja, das war so ICO-Zeit, haben die Bitcoin-Entwickler einfach weiter an den Themen gearbeitet. Ja? Das ist eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre. Das ist der Segregated Witness, als SegWit bekannt. Ja, guck, auch am 21. Dezember. Ja, alles um das Neujahr. Sehr früh schon 2015, die Entwicklung hat 2 Jahre gebraucht, extrem komplexe Entwicklung, es ist extrem viele Diskussionen auch in der Community, Hardforks, alles Mögliche verursacht, aber wurde von Core-Team durchgezogen, brutal. So, und in der Kürze der Zeit werde ich nicht erklären können, wie das funktioniert, aber im Grunde öffnet das die Türen auf die Entwicklungen on top of Bitcoin-Blockchain. Ja? Das ist so wie eine Art, das ist keine API, aber könnte man mit API vergleichen. Das ist Zugang für andere Entwicklung auf Bitcoin plus große Änderungen in der Transaktionsstruktur, ja, die in den Block reinkommen. Was kommt in den Block und was zählt nicht. Und das ist eine Protokolländerung. Ja? Und Protokolländerung dauert, ich hatte hier, also das ist die Kurve, die Protokolländerung dauert immer lange, ja, die Akzeptanz. Ich erinnere mich, wir reden in der IT-Community ungefähr seit 20 Jahren, dass im nächsten Jahr IPv6 kommt, ja, Internetprotokoll 6. Version. Und wir sind immer noch auf IPv4 und werden doch bleiben, ja, noch nächste 10 Jahre vielleicht. Obwohl an unterschiedlichen Ecken IPv6 doch eingesetzt wird, aber das nimmt Jahrzehnte in Anspruch. Genauso hier, das ist eine große Protokolländerung und ja, das wurde im August, glaube ich, 2017 gestartet, deployed, und ja, da es ein dezentrales System ist und jeder entscheidet in seinem Knoten, ja, ob er auf die neue Version umsteigt oder nicht, ja, ist Akzeptanz sehr langsam. Aber wir sind schon am 50% angekommen und das ist schon so eine kritische Grenze, wo es schon da ist. Ja, es gibt keinen Weg zurück. Und seit Herbst sehen wir solche Meldungen und das ist jetzt fast schon überall. Ja, früher war immer ein Megabyte eine Blockgrenze und dann kamen plötzlich große Blöcke. Ja. Diese Änderung ist sehr sophisticated. Ja. Es gibt keine Blöcke 100 Megabyte ab sofort. Ja. Das erhöht sich die ganze Zeit und es gibt immer noch Grenze, aber das hat das System schon extrem entspannt. Ja, und sofort, ja, nicht mal einen Monat später, nach dem Veröffentlichen von White Paper von SegWit, kam White Paper von Lightning. Ja. Lightning basiert komplett auf SegWit, ja, und die Entwickler haben auf Papierversion von SegWit schon aufgebaut und haben quasi parallel entwickelt und haben auch erst vor 9 Monaten oder so mehr oder weniger stabile Version deployed. Und Lightning ist ein Payment-System, Layer 2 Off-Chain-Payment, was Real-Time ist und basiert auf Channels, die jeder aufbauen kann im System. Ist auch schon sehr sophisticated, aber das entspannt das Payment-Segment von Bitcoin extremst. Ja, und auch in beide Richtungen. Ja. Es können einzelne Satoshis plötzlich geschickt werden, also in diesem Mikro- und Nano-Bereich und genauso die ganz großen Beträge über Lightning. So, wer sich über Lightning nachlesen kann, das ist so eine ultimative Adresse hier, wo ganz viele weitere Ressourcen verlinkt sind. Könnt ihr gerne nachlesen. So. Aber es kam auch in dieser Entwicklung ein extrem wichtiges Erkenntnis.
in der Bitcoin-Community, dass die Leute doch Tokens haben wollen. Ja? Diese ganze ICO-Wahnsinn hat gezeigt, die Leute wollen Tokens. Ja? Und deswegen kamen auch auf Bitcoin Systeme, basierend auch auf Segwit, ja, die nun dazu dienen oder in erster Linie dazu dienen, Tokens auf Bitcoin zu produzieren. Ja, genauso einfach. Es war auch davor möglich, ja, mit Protokollen wie Colored Coins, wie Counterparty. Mit Counterparty habe ich 2014 schon Tokens auf Bitcoin gemacht. So, aber das war nicht so einfach wie mit Ethereum danach. Ja, und diese Projekte dienen dazu, Layer-2-Tokenisierungssysteme auf Bitcoin anzubieten. Ja. Das erste ist vom Blockstream, das ist Rootstock, RSK, benutzt virtuelle Maschine von Ethereum, so dass die Smart Contracts auf Solidity von Ethereum sogar eine binäre Kompatibilität haben. Die muss man nicht mal neu kompilieren, die kann man direkt auf Bitcoin-Sidechain deployen und die werden genauso ausgeführt wie Ethereum Smart Contracts. Ja. So, und Adam Beck beschreibt hier den Unterschied zwischen Liquid- und RSK-Lösung und es geht im Grunde um ja, unterschiedliche Fokus, ja, Robustness und Safety versus Einfachheit und JavaScript-like. Ja. Und Adam Beck ist kein Zufallsmensch. Ja. Der ist als einziger Mensch in Satoshi Nakamotos White Paper namentlich erwähnt, ja, im Kapitel 4 Proof of Work. Der gilt als Erfinder von Proof of Work. Der hat das Mechanismus und Algorithmus erfunden für ein anderes Zweck. Für digitale Briefmarke wurde auch nicht akzeptiert und angenommen, aber als kryptografisches Verfahren wurde er von Satoshis jetzt für Bitcoin genommen. Ja? Und tut es auch seit 10 Jahren immer noch genauso gut mit Proof of Work. So, ein nächstes System ist RGB. Aus der Umgebung von Giacomo Zucco. Ja. Ich nehme an, der Name spielt auf Colored Coins ein. Geht nicht so schnell, das ist nur einer Entwickler, der das macht, auch so ein kleiner Open-Source-Projekt, aber zielt auch genau auf die Tokenisierung. Ja. Heute hat dieser Entwickler in Twitter gepostet, dass er bei... Kann sein, dass RGB jetzt gefährdet ist. Ich habe ihm auch die Frage in Twitter gestellt, mal gucken, was er antwortet. So, und dann im Januar ist irgendwann mir aufgefallen, ich muss doch nachgucken, wie diese Challenge von John Wolpert geändert hat. Ja, und dann habe ich geguckt und am Ende hat er tatsächlich einen super langen Artikel geschrieben, ja, auf Medium zu finden. Und richtig viel Analyse zu diesen ganzen Problemen von Blockchain-Industrie, aber am Ende sind so ein paar Schlussfolgerungen. Und das ist eine zentrale Schlussfolgerung. Ja. Bei einem Blockchain-Projekt oder ein Blockchain-Projekt ist erfolgreich, wenn es tatsächlich um neuartige digitale Assets geht. Ja. Denn das ist der ultimative Case von Bitcoin. Ja. Ein digitales Token von A nach B zu transferieren, sodass der Empfänger eine Sicherheit hat, dass der Absender keine Kopie behalten hat. Ja. Das ist genau das, was Satoshi Nakamoto in Bitcoin gelöst hat. So, und im Moment, die besten Projekte, die ich finde, sind solche Projekte. Ja? Das sind rein digitale Kunstwerke auf Blockchain, total erfolgreich. Ja, das hat natürlich viel Lärm gemacht, aber hat auch ihren Markt, Preis das ist ein komplett neuer Spielraum, was auf Blockchain entstanden hat. Das zeigt sehr gut, dass es ist sehr schwierig, vorhandene Geschäftsmodelle auf Blockchain umzusetzen. Ja? Es ist viel leichter, die ganz normal in der Datenbank abzubilden. Aber was ganz Neuartiges, ja, was genau diese Funktionalität braucht, ja, digital von A nach B sicher transferierbar zu sein, das nutzt es aus und das wird erfolgreich. Ja? Ich habe die ganzen Kisten voll im Büro von solchen Geräten, die wir auch bauen. Das ist so ein kleines Mikrocontroller, das wir gebaut haben und der tokenisiert Strom. Hier kommt Strom von der Solarpanel,
Das ist der Stromzähler. Ja? Strom läuft hier durch und geht zu dem Verbraucher, zu der Lampe. Und er generiert Signale oder der schickt diese Messdaten zu dem Computer, zu dem Mikrocontroller. Ja? Der hat dann CPU und Wi-Fi drauf und er produziert zu jeder gemeldeten Wattminute ein Token, ERC20-Token. Und schickt das auf meine Ethereum-Adresse. Und hier fallen in meinem Wallet diese Watt-Tokens rum. Ja? Es ist sehr einfach, technisch beliebige Assets so zu digitalisieren und zu tokenisieren. Aber wenn es dahinter kein Geschäftsmodell oder Business steckt, ja, ist es sinnfrei. Ja? Deswegen alleine die Technik rauszubringen, das ist schon da. Ja? Man kann damit alles machen, aber ohne Geschäftsmodell ist es sinnfrei. Ja, genau das, was ich hier sagen möchte. So, und diese Dinge, ja, immer noch sind nicht geschlagen von dem Anwendungsfall auf Blockchain, ja, und Geschäftsmodell. Ja. Und wenn man wieder, ja, über diese Gartner-Kurve spricht, finde ich, dass wir momentan ganz getrennt voneinander Blockchain und Bitcoin betrachten müssen sogar. Ja. Weil das wurde brutal von diesen Industrieplayern voneinander gezerrt und Bitcoin mit Segwit und sonstigen Entwicklungen, die auch parallel noch stattgefunden sind und stattfinden, kommt jetzt langsam auf Plateau der Produktivität. Ja? Das kommt unweigerlich und bezieht sich tatsächlich zuerst nur auf den Namen von, auf den Use Case, was im Namen von Satoshis White Paper steht. Peer-to-Peer Electronic Cash System. So, alles, was Blockchain, ja, als nebulöses Begriff oder Wort bezeichnet wird, werden wir noch viel Überraschungen entdecken, was da alles nicht funktioniert und was da alles als Blockchain verkauft wird. Ja, und ich habe am Anfang gesagt, ich sehe noch kein Ende bei dieser Blockchain-Drama. Ja, auch relativ frischer Artikel hier von Warren Buffett. Ja? Hier, ich habe die richtige oder die wichtigen Worte schon unterstrichen. Ja? Delusion attracts charlatans, no unique value. Probably red poison squared. Mirage, not a currency, tulips. Ja? Und unten, ja, diese typische Bewertung, die man von jedem Berater von Big Four hört, ja, Bitcoin ist ganz schlecht, Drogen und Silk Road, aber drunterliegende Technologie ist sehr gut. Ja. Und solange man diese Aufsplittung macht, wird man in den Problemen bleiben. Ja. Und das war auch genauso, guckt, bei dieser ARMA-Session von EZB, ja, wurde auch natürlich die Frage sofort gestellt, ja, was denkt EZB über Bitcoin? Ja, technology behind it looks promising for many industries. Ja, Bitcoin not money. Ja. Deswegen, stay tuned. Es kommt noch viel, was Blockchain angeht. Ja. Und meine Empfehlung ist, bei der Community zu bleiben oder auf die Community zu gucken. Alles, was an vernünftigen und spannenden Lösungen kam, aus der sogenannten Blockchain-Ecke, kam von den Communities, ja, von den Enthusiasten und nicht von den großen Industrieplayern. Ja. Ich mache auch viel Meetups in Deutschland. Ja, das ist unser Crypto-Monday-Meetup. Hier steht Köln, aber wir machen das auch in Stuttgart und Düsseldorf und noch ein paar Städten. Und deswegen geht zu Meetup, gründet eigene Meetups und dann findet ihr auch richtige Leute. Ja, und das ist ja toll, dass hier ja auch so ein Bitcoin Embassy entstanden ist. Ja, vielen Dank.